Hallo und herzlich willkommen zum dritten Boss hier bei Uldaman und der Forscherliga im heroischen Modus. Wir probieren den guten... Der Steinriese Archidas hat das Kopfstück, aber er wird es uns nicht kampflos überlassen. Genau, richtig. Wir gehen gegen Archidas vor. Und ich habe dafür ein extra Deck vorbereitet. Ihr werdet das jetzt auch gleich hier an der linken Seite sehen. Da kommt schon eingeflogen. Und ihr seht, wir haben es sehr, sehr... dienerlastig aufgebaut und halt eben als Konterdeck. Aus dem Grund, unsere Taktik hier bei Archidas wird sein, unser Deck soll so voll wie möglich sein auf unserer Seite, aber einfach damit er uns keine Steinstatuen hinstellen kann. Außerdem werden wir halt eben das Flammenzungen-Totem nehmen dafür, dass wir halt eben ihn oder seine Steinstatuen als Waffe benutzen können, falls wir keine Chance haben. Und gleichzeitig halt eben seine Steinstatuen möglichst gleich am Anfang wegnehmen. Ich zeig mal, wie das entsprechend geht. Das heißt, wir haben jetzt die erste Runde. Ich spiele jetzt am besten gleich hier den guten, hier mit Windsorn. Das ist ein 6-2er. Das heißt, damit können wir eigentlich recht schön gleich hier einen wegmachen. Schauen wir uns das Ganze an. Gibt er jetzt... Okay, mit so einem Wolfi klappt das natürlich nicht ganz so toll. Aber wir haben hier drüben noch zur Not einen Gewittersturm. Den könnten wir entweder machen. Dann sind sie auf jeden Fall... Ja, da einer ist noch übrig geblieben. Den können wir aber so weghauen. Und das andere ins Gesicht. Dann geht es ganz, ganz schnell. So. Also jetzt haben wir da noch einen 6-1er liegen. Er schickt uns hier wieder einen neuen. Setzt auch einen Flammenzungen-Totem ein. Okay. Aber was du kannst, können wir schon lange. Deswegen nehmen wir erstmal sein Flammenzungen-Totem weg. So, gehen mit dem Windsorn. Soll ich noch... Ich habe hier noch einen Flammenzungen. Damit können wir unsere auch entsprechend buffen. Das heißt, der geht weg. Der geht da drauf. Und der geht ins Gesicht. Und damit hat er keine Diener mehr, die er gegen uns einsetzen kann. So, ich warte immer ja noch drauf, dass er seine Fähigkeit... Ja, genau. Er haut uns einfach mal 15 Schaden rein. Und das passiert, wenn einfach bei uns lauter Statuen stehen, die wir nicht irgendwie wegbekommen. So, was spielen wir? Da würde ich sagen... Spielen wir einen Messerjongleur. Der ist natürlich praktisch, weil wenn bei uns ein neuer Diener landet durch seine Steinstatuen, kriegen wir auch die Auslösung. Dann werden wir uns noch ein bisschen heilen. Ziehen noch ein extra Totem, damit wir hier was machen können. Na, kacke. Der wird zerstört leider. Aber das eine Totem ist natürlich auch schön. Und vor allem können wir ihm gleich wieder 6 Schaden reinhauen. Damit steht es 15 zu 28. Ja, da haben wir auch noch eine große, die natürlich klasse ist. So, er will uns gleich wieder... Nein, jetzt will er ihn endlich weghaben. Macht nichts. Unser Flammenzungen geht damit natürlich schön auf ihn hier. Den können wir weiter nutzen. Und... Ja, hauen wir da einfach mal hier nochmal 2 drauf. Damit er einfach nichts hat. So. Haben wir noch was? Ein Meeresriesen? Nee, habe ich nicht mehr. Dann setzen wir hier noch ein Totem hin. Damit kann er uns höchstens noch eine reinhauen. Eine Statue. Und ansonsten hat er einfach nichts mehr, was er schön machen kann. Jetzt kommt ein großes Steinelementar. Dafür haben wir uns natürlich das Hex aufgehoben. Das heißt, wir froschen ihn jetzt. So, einmal. So, und können jetzt mit einem von den kleinen Wölfen, können wir ihn wegnehmen. So, den Messerjongleur ziehen wir auf seinen anderen. Und der letzte geht ins Gesicht. Damit steht es 15 zu 14. Wir sind wieder ein bisschen im Vorteil. Ich habe zu viele Diener. Und, ja. Sieht eigentlich gut aus. So, nächste Runde. Ihr seht auch, das war der erste Versuch mit dem Deck. Und
So, was machen wir jetzt? Wir haben wieder alle 8 zur Verfügung. Das heißt, wir hauen ihm einfach wirklich alles rein. Einmal, zweimal, dreimal. So. Ich warte eigentlich nur noch auf den Blattlast, damit ich da dagegen Vorgang gehen kann. Jetzt tut er den auf einen 3-8er hochsetzen. Das soll eine Waffe sein. Und spielt einen Dunkeleisenzwerg. Und da kommt auch schon Kampfrausch. Und damit müssten wir es eigentlich rein rechnerisch geschafft haben. 3x7 sind 21 Schaden. Ja, geht auf jeden Fall. So, wir ziehen das hoch. Dann nehmen wir ihm sein hier mit weg. Reicht noch nicht ganz. Der hat noch ein bisschen was. Aber da haben wir noch hier ein schönes Tier. Und jetzt können wir schön auf ihn drauf gehen. 11. Jetzt 8. Jetzt sind es 5. Jetzt sind es 2. Und jetzt zu guter Letzt. Hier tun wir den noch ein bisschen buffen. Na, der wird schon wieder zerstört. Das ist sein Geheimnis. Aber hauen ihn jetzt halt eben hier noch schön. Na, den nehmen wir auch noch weg, damit das Sport einfach schön aussieht. Und hauen ihm die 10 schön rein. Ja, das war Uldaman, der Flügel. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Ist unser. Es fehlt nur noch ein Teil. Genau, und das kommt nächste Woche. Die anderen Teile könnt ihr dann gleich auch anschauen. Die sind alle in unserer kleinen Liste mit drin. Und ja, ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Runde, beziehungsweise im nächsten Flügel ab Mittwoch dann wieder. Und ja, hoffentlich hat es euch was gebracht und gefallen. Gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao, ciao.